Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Aufnahme von Let's Play Minecraft Together mit dem Burak, dem Adi und mir. Kevin ist nicht da, weil, keine Ahnung. Der aus Erdnuss, Jeff der Schwätzer, ist wieder am Start. Burak, du bist nicht Jeff der Schwätzer. Doch. Ich mach mal kurz. Okay, jetzt. Ja. Ich nicht. Wie jetzt? Versteh ich nicht. Versteh ich absolut gar nicht. Nein. Ist dir so, ich denk mir so nichts Böses so, gestern. Will er gerade so aus dem Haus gehen? Und dann höre ich einfach, wie bei David einfach mal oben so richtig laut Geschrei ist. Burak, du bist nicht Jeff der Schwätzer! Ich hab einfach gedacht, Alter. Ja, ich hab die Folge, mir angeschaut, um die Minecraft-Folge zu benennen. Burak, du bist nicht Jeff der Schwätzer! Der übelst laut rum, Alter. Ich hab gedacht, Alter, was da oben los? Ja, Leute, in der letzten Aufnahme bin ich ja ein paar Mal verreckt. Darf man das sagen? Hat der eigentlich schon... Zweimal. Scheiße. Und ja, Leute, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was soll ich jetzt machen, diese Aufnahmen. Boah, ich weiß, bin aber übelst planlos, aber ich weiß nicht, was ich abgebaut. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ja, ich bin ziemlich deprimiert. Lasst mal zusammen irgendwas bauen, so ein Stadthaus oder so ein Rathaus. Ja, können wir eigentlich mal. Oh, dann ist da noch ein Creeper explodiert. Stimmt, und hat auch meine Farm kaputt gemacht. Die muss ich jetzt auch. Boah, Alter, gell, letzte Aufnahme, die war so schlimm. Das alles schiefgegangen. Ich bin zweimal gestorben. Meine Farm wurde dezimiert von dem Creeper. Nur so eine Scheiße ist passiert. Echt nur so eine Scheiße. Warte mal, mein Ingame-Sound ist aus, gell? Ich hab schon gedacht, irgendwas fehlt doch hier. Wo hab ich denn? Scheiße, keine Ahnung, was an jedes ist. Wo hab ich denn meine Wolle reingemacht? Ich hab mit Abonnenten geredet. Mit den Zuschauern, die müssen nicht Abonnenten sein. Ja, wenn sie jetzt hier Abonnenten werden wollen, dann drücken sie auf Abonnieren. Nieren. Dann drücken sie auf Dislike. Boah, Alter, vor viel... Stimmt, 64. Oh, scheiße, 64 Chicken ist auch verloren gegangen. Genau, dann schreibt in die Kommentare, Burg ist nicht Jeff der Schwätzer. Nur so eine Scheiße ist passiert, Alter, das regt richtig auf. Wo packe ich denn Wolle hin, Jungs? Ich weiß nicht, ich muss eine extra Kiste für Wolle erfinden, oder was? Oder was? Ich baue schon ein paar Bäume, das regt so richtig arg auf, Digga. Wenn wir uns ein Rathaus bauen, brauchen wir jetzt, denke ich mal, Holz. Oh, was ich noch machen könnte, ist erstmal meine Sachen absamen gehen. Was? Was? Warum wächst ihr nicht? Hä? Burak geht erstmal absamen, Leute. Ja, ich glaube, da reicht dann schon. Hast du ein Problem damit, Adi, ja? Nee, find's lustig. Interessant. Komm, wenn du absamst. Pass auf, dass ich nicht absame. Oh Mann. Ach, überzimmern auch mal besser. Ey, gibt's Wolle? Soll ich Schaf töten? Ach komm, ich töte's. Oh, ich hab Lüg doch nicht, David, Mann. Meine Witze waren noch nie gut. Ja, okay, ja eben. Lüge. Has just earned the achievement. Time to strike, man. So, dann... Spielst du auf Englisch, ne? Kabel. Yep. Spiele nahezu jedes Spiel auf Englisch. Außer Spiele, wo man viel lesen muss. Sowas wie Crysis 3 zum Beispiel, wo ich wirklich Tagebücher lesen muss, Alter. Ist doch voll geil. Sowas wie das neue Projekt, was ich machen werde. Oder Outlast von David, wo er drauf hofft zu lesen, weil der sich dann erschreckt. Ja, wenn man liest, dann wird das Spiel gestoppt, dann kann man in Ruhe seinen Puls runterfahren. Das ist immer sehr angenehm zu lesen. Weißt du, kommen so ganz viele Monster, da packt erstmal ein Buch raus, ne? Da gibt's keine Monster. Potato! Da gibt's keine Monster bei Outlast. Juckt mich nicht. Gibt nur einen fetten Typ, der damit immer an die Leber will. Ja. An meine alte Alkoholikerleber. Du Absturzkind. Ja, eben. So, Jungs, was können wir denn da machen? Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die andere Insel und mach da erstmal. Ich repariere meine Farm. Shit, ich brauch Holz, dammit. Kevin hat mir mein ganzes Holz abgegönnert. Stimmt, weiß ich noch. So, dann besamen wir mal. Ah, ich hab ganz viele Diamonds, also ich kann mir eine Diamond-Dingens machen. Oh, ich hab eine Pickaxe, krass. Der hat echt eine Pickaxe, Alter, WTF bei dem Fall da. Der hat echt eine Pickaxe, Alter. Wie geil. Ja, haut da raus. Das wäre so lustig gewesen. Ja, ich hab zwei Diamond-Pickaxes im Inventar, das war so krass.
Der hat echt eine Pickaxe, Alter, krass. Haut der raus, Alter, diese Mistgeburt. Ich hab dann vor, die beiden Felder mit Weizen zu bepflanzen. Genau die, und sicher. Und die dann mit Kartoffel und das da unten noch mit. Falls Kev dieses Video sieht, es tut mir wirklich leid, dass wir ohne dich aufnehmen. Allerdings werden wir, wenn du hier bist, wieder mit dir aufnehmen. Also, ich liebe dich, Kevin. Oh Gott, Alter. Oh, das war so eine emotionale Rede. Alter, das ist... Das hat, ja, Junge, ich musste Mathilda einfach beruhigen. Ja, echt mal. Für die, die nicht wissen, wer Mathilda ist. Mathilda ist Mathilda. Krass, oder? Krass. Ey, zündet mal die Blätter an, die nicht verschwinden, Mann. Die verschwinden alle. Nein. Ja, nein, wenn nicht, wenn da noch Holz drin ist. Ja, wenn ihr einen richtigen Baum abbaut. Junge, diese fetten Bäume kann man nicht richtig abbauen, Mann. Klar, du musst halt ein bisschen Zeit nehmen. XD, Alter. Dann brennen sie einfach weg. Oh, Mann. XD ist voll 2012, Junge. Junge, XD kommt von South Park, Mann. Junge, XD, das wird nie out sein. Ich schaut doch nicht mal South Park, oder? Klar, ich hab South Park voll gesuchtet. Echt? Ich kenne jede Folge. Ich nicht, aber nahezu jede Folge, denke ich mal. South Park war voll cool, ich hatte sogar eine Tasse mit South Park Aufkleber drauf. Krass, oder? Krass. Mit der habe ich früher immer getrunken, Alter, das war so lustig. Nee, was wie so kleine Kinder. Tasse? Damals, als ich noch getrunken habe, jetzt trinke ich nichts mehr. Ja, jetzt trinkst du nur noch Boosterflaschen. Er hat er ist clean von Booster, ist er weggekommen. Ist er nicht. Ich glaube, ich werde aber noch irgendwann rückfällig. Glaube ich auch. Spätestens, wenn du mit Kevin zu Edeka gehst. Nö, Kevin kauft sich gar keinen Booster mehr. Nur für seinen Bruder. Er trinkt keinen Booster. Letzte Woche in Edeka waren, hat er sich eins gekauft. Ich habe zwei. Ja, aber wahrscheinlich nicht für sich, ne? Doch, eins für seinen Bruder und eins für sich. Und eins für, zwei für mich. Ey, nicht, dass wir dann noch einen Sponsor verlieren, wenn jetzt kein Booster mehr trinkt. Für dich? Weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, Edeka zu sagen, okay, ich kaufe dir zwei Booster. Er sagt, okay, ich komme mit. Oh mein Gott, Alter, was für ein V-Mann. Er lockt mich auch immer so zum Edeka, Alter. Und dann vergewaltigt er mich. Oh, hinter weißt du, wie ich sag so, lass mal Borderlands aufnehmen. Er so, ja gut, ich muss aber meiner Mutter helfen. Ich so, oh, Kevin. Er so, ja gut, dafür gehen wir später in Edeka und ich kauf den Booster. Ich so, okay, und dann sind wir beim Edeka, ne? Und dann sagt er so, das war doch ein Witz. Also, hab ich gesagt. Ich so, ey, mach keinen V-Mann. Er so, okay. Und dann hat er mir doch eins gekauft. Yeah. Boah, Burak erzählt voll die krassen Lebensstorys, Alter. Ich bin ja schon fast ein Henry, Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, Burak, du bist so dumm. Ich bin das. Ich hab das H-Wort gesagt, nein! Oh Mann, diese so viele Diamond Bäume. Axe bringt es. Richtig, ey. Dauert nicht mehr so Ewigkeiten, bis ich einen Baum abbaue. Wie viel Holz hast du denn schon gefarmt? 52 Holzstacks, Papi. So, 7 Ach so, Stacks Stück, vor allem. Dann. Oh, ja. 52 Stacks, der wäre ein paar Kisten, ne? Was brauchen wir noch? Genau, brauchen wir noch einen Redstone. Ich glaube, ein Zweier-Kistensystem hat 64 Plätze, also wäre das eine Kiste, Adi. Ich hab 2 Stacks und 47. Geburt, Alter. Immer musst du einen draufsetzen, ey. Klar. Naja, fuck. Bist du Zigeuner-like und gibst mir einfach kein Holz, ey. Doch, ich hab die gerade abgebaut, Mann. Ja. Du hast gesagt, vorhin, ich geh Holz holen fürs Rathaus. Red dich lieber nicht raus. Ja, wo wollt ihr das denn hinbauen? Ah, nicht wieder aufs Wasser so hässlich, wie du so eine Scheiße da hinten immer baust. Ja, da ist kein Platz, Junge. Dann ist hier übel das kleine Haus. Nein. Klar. Ja, okay, dann baust du es da hin, aber da sind die Farmen Nein, und wir, sowas. Nein, wir bauen das hin, ich kann nicht schön bauen, ihr müsst da mir helfen. Adi kann wirklich nicht schön bauen. Ja, es ist halt so, ne? Oh Mann, von aber wo bin ich nicht gekommen? Aber ich muss mich noch um den Bahnhof gemahnen, auf der anderen Seite der Insel. Ja, das ist halt erstmal hier zweitrangig. Erstmal die Stadt aufbauen. Are you fucking kidding me, man? Wir müssen weitersiedeln, wir sind die Siedler. Ja, wir sollen weitersiedeln, wir haben noch nicht mal eine eigene Stadt, von der wir wegsiedeln können, was... Natürlich, was bezeichnest du das denn hier? Zwei Türme, eine Burg, die auf dem Wasser schwimmt, logisch. Und ein kleines, keine Ahnung, Abstellkammerhaus von David und so eine Holzfällerhütte von Bobo. Ah, wie Holzfällerhütte, ich glaube nicht, dass eine Holzfällerhütte ist. Ah, du hast voll das hässliche Ding da gebaut, du musst nichts sagen. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ich dir schön gebaut habe, David.
Meins ist nicht hässlich, Mann. Hab ich auch nicht gesagt. Doch. Meine Häuser sind voll cool. Ich bin der beste Minecraft-Spieler der Welt. Ja, weil man Minecraft auch gut spielen oder schlecht spielen kann. Ja. Ja, Junge, wenn du die ganze Zeit stirbst, so wie David, bist du schlecht, ganz einfach. Ha. Ja, okay, stimmt. Dann muss man Burg einfach mal zustimmen. Brauch noch ein bisschen Kugeln. Ausnahmsweise, gell, Ali? Ausnahmsweise. Heilige Scheiße, ich bin ja wieder zu Hause. Cool. Ich muss mich korrigieren, drei Türme. Drei Türme, hab ich einen vergessen. Du hast Kevins Turm vergessen, glaube ich. Ja. Türme sind wichtig, okay? Hauptsache, ihr lasst hier solche Holzdinger übrig. Also ich lasse nie Holzdinger übrig. Wenn man einen Baum abbaut, dann baut man ihn zu Ende ab, Mann. Das habe ich vorhin zu dir gesagt und gesagt, nö, das kann man doch gar nicht abbauen, so einen großen. Ja, aber nicht die fetten Dinger, sondern ihr lasst einfach ganz kleine Bäume und auf dem Boden lasst ihr das Ding, wo ihr euch draufgestellt habt, einfach da. Boah, sowas hasse ich, ne? Oh Leute, ihr habt echt Probleme. Da ist ein Creepo. Ein Creepo? Mama, ich will nicht explodieren. Was denkt ihr, brauchen wir viele normale Baumstämme? Nee. Nee, gut. Fuck, jetzt habe ich Melonen zerstört, na egal. Ich habe jetzt 8 Stacks Holz, ne? Für was? Das Haus. Plus fast ein Stack noch normales Holz. Raw Pork Chop, warum habe ich einen Raw Pork gehabt? Na egal. Juckt mich nicht. Dann machen wir hier Fackeln hin. Ich brauche gerade meinen ersten Prototyp von einer automatischen Melonenfarm. Wo ist nicht von Ihnen? Und ich gehe jetzt erstmal auf die andere Insel. Ja, habe ich ja schon. Habe halt jetzt nur 7 Pistons, aber ich kann ja noch mehr hinmachen. Später dann. Wenn du Sticky Pistons brauchst, ich hab ganz viel Slimes. Nee, Sticky Pistons brauch ich dafür nicht. Dürfte eigentlich auch so gehen, wenn ich mir das so richtig überlege. Boah, so chillig mit dem Minecart darüber zu fahren, ne? Es geht um einiges schneller als dahin zu schwimmen oder zu laufen, das. Mann. Ich hasse das, ist immer so scheiß laut. Wir waren noch kein einziges Mal da drüben. Schon, und ich bin da ganz oft gestorben, deswegen ist es nicht so mein Lieblingsort. Toll, Alter, jetzt muss ich wie nennt man das, wenn man eine Insel oder einen Ort so gestalten muss, also von der Landschaft, dass es zu deinem Gebäude passt? Das ist aber fail, David. David. Hm. Das ist aber fail. Nö. Kevin ist da. Echt? Okay, ja. Kurze Aufnahmepause, David. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier wieder zurück bei Minecraft. Kevin ist jetzt auch mit dabei. Kevin, sag mal hallo. Hallo. Gut. Also, hallo. Unsere Besatzung besteht aus Kevcopter. Guten Tag. Aus Adi Muddy. Nee, wer hat die Tür hier wieder aufgemacht, Mann? Nee, aus David. Nee, wenn Kevcopter ist, dann bin ich Adi Panzer. Okay. Adi, der KV1. Liebhaber. Ich bin kein KV1, Mann. Ich bin der Königstiger, Alter. Du bist ein KV1, also der König in seiner Klasse bin ich, Königstiger. Königstiger. Dann bist du die Maus, Adi. Kevin, der Vasalle. Oh. Und, David. Einfach nur, er ist einfach nur David. So. Ja, ich hab den Regen ausgemacht. Mark, hallo, Mann. Ach so, David, hallo. David, der sich ziemlich leicht in Outlast erschreckt. Und Jeff, der Schwätzer. Oh, nee, Alter. Tada. Und Boratos. AK, Jeff, der Schwätzer. Hä, sind wir hier zu fünft? AK, genau. Boratos AK. AKA hab ich gesagt. Nee, du bist nur eine AK. 47. Verstehe ich nicht. 4, Kevin. So. Kommt hier ein Hebel drauf. Da hinten auch. Ah, es funktioniert. Ich hab. Sag mal, da die Schilder. Comedy revolutioniert. Was? Immer noch in meine Höhle rein. Nein, ja, ich war da schon lange nicht mehr drin. Vor allem, es ist nicht deine Höhle, nur weil die unter deinem Haus ist, es ist nicht deine Höhle. Digga, das ist mein Eingang. Ja, dann, ja, das und ist ich ist gleich meine Höhle. Ich habe mir eh einen anderen Eingang gemacht, dass ich da reinkomme. Damit du da nichts mehr sagen kannst. Voll unnötig. Meine Höhle, mein Bezirk. It's my home, man. So, jetzt mache ich noch ein paar Pistons. Wie viele brauchen wir da? Ich glaube,
3 oder 4. Wer hat mit deinen Niggers gefuckt? Was? Ey, kein Niggerwort benutzen. Das ist rassistisch, okay? Ja. Nein, ich hab's gerade nicht selbst benutzt. Ja, doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Doch, hat jemand gerade Holz? Oh, ich habe ja nicht mal. Oh, ich habe wieder echt gar nichts mehr. Wieso sterbe ich auch immer? Ja, oh Mann, der hat sich Zombie verfangen. Oh nein. Zwischen den Bäumen. So, jetzt muss ich mir eine neue Schaufel bauen und extra deswegen bin ich auf nochmal in diese Insel gekommen. Toll. Hm, naja. Ach geil, hier habe ich so eine kleine Mini-Insel neben meiner Hütte. Stimmt, Kevin. Kevin hat sich jetzt schon voll viel verändert, oder? Du warst ja schon lange nicht mehr drauf. Seit einer Stunde. Also wir haben jetzt eine Stunde, glaube ich, ohne dich aufgenommen insgesamt. Brutale! Was ich letztes Mal angefangen habe zu bauen, muss ich jetzt mal weitermachen. Warte. Deine Betthöhle, oder? Aber bau nicht alle Bäume weg, Adi. Doch, ich baue erstmal alle weg, ich pflanze später wieder hin. In die freie Fläche. So. Alter, die großen Bäume nerven übelst. Bis man da mal einen abgebaut hat, dauert es. Aber ich frage mich echt, wohin das hinführen soll, was ich hier baue. Ich glaube, ich hätte noch ein Baumhaus irgendwann. Junge, Alter, das 1000 Folgen Let's Play von Gronkh hat auch zu nichts geführt. Und trotzdem war es cool. Cool, Digga. Krass. Ja, okay. Schwul, Digga, schwul, ey, sure. Ach, gibt's hier nicht irgendwo. Ah, ich geh einfach wieder zu Burak. Kevin, die Brücke geht über Buraks Haus, Alter. Ich mach jetzt einfach so eine endlose Brücke. Das ist doch voll behindert. Oder einfach los. Oder bau doch mal irgendwas Gescheites, Kevin. Eben, hält Weg über lieber. Dieser Stadt, Mann. Das wäre auch voll geil. Ja, okay, das wäre wirklich geil. Das wäre eigentlich wirklich geil, ja, hast schon recht. Aber warte mal, da musst du aber ziemlich hoch bauen, ne? Weil ich baue noch das Rathaus hin. Ja, ich mache da noch Treppen und so, falls es nötig ist. Aber wird wahrscheinlich nicht. Mach doch so ein Viadukt. Weißt du, was ein Viadukt ist? Der nicht gebildet. Das heißt nicht Viadukt, das heißt anders, glaube ich. Nein, das heißt so. Das ist so ein riesiges Ding, was über. Wisst ihr, wo so Wasser drin fließt? Und da kann man dann mit dem Boot dran fahren. Aquadukt, oder? Aquadukt. Nee, das heißt Viadukt, erstmal Google. Nein, bist du dumm? Das heißt nicht Viadukt. Das heißt Bagisam, aber nicht Viadukt. Bagisam? What the fuck? Was ist das denn? Viadukt. Wikipedia. Heißt es nicht Aquadukt oder sowas wegen Wasser? Ja, jetzt kommt's. Viadukt. Der auch aus Lies es nicht vor, du kannst nicht lesen. Na. Kommt aus dem lateinischen Wegleitung oder Wegführung. Oh, jetzt kann man die Melonen richtig schnell abbauen, dank meiner Farm. Ja, ich hatte doch recht. Richtig nice, Digga. David, hast du Adi zufällig leise gestellt auf dem TS? Nee, der ist sogar voll laut. Ja, aber in den Let's Plays ist er übel leise, Mann. Ja, wenn der so weit weg von seinem Mikro geht. Der ist lauter als ihr, also sagt nicht. Das heißt Aquädukt, Alter. Behindert. Also hat's doch nicht recht. Ja, aber es gibt auch Viadukte. Alter, das heißt so, ne? Aquädukt, Alter. Also hatte niemand recht. Schon so ein bisschen behindert. Ja, und sag mal, wie möchtest du das schreiben? Schreiben. Wie möchtest du das bauen, das Rathaus? Ich hab keine Ahnung. Ja, super. Ich glaube, du hast dir irgendwas überlegt. Er hat doch gesagt, dass er nicht kreativ ist. Mit so Säulen oder so Ich hab mir überlegt, dass ich ein Rathaus bauen will. Das reicht doch erstmal. Adi, hast du mich verstanden? Ja, nee, welchen richtig geilen Säulen? Oh nein, das ist ein großer Baum. Da hab ich keinen Bock, den abzubauen. Ja, mit solchen geilen Säulen, mit solchen geilen Rundbögen. Ja, genau. Aus der Kefsche, Architektur. Architektonischen Kefologie-Zeit. Ja, okay, mache ich. Wir können hier so ein paar Laternen hinstellen, habe ich mir gerade überlegt. Die dann für Licht sorgen. Oh nein. Hilfst du mir, Kevin? Ich habe schon meine Kiste hingebaut. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Holz. Ja, nein. Aber was wird dann aus meinem super geilen Weg dort, was ich hier... Er war sowieso sinnlos. Spaß. Wie jetzt? Siehst du? Komm mir nicht mit wie jetzt, Kevin. Komm mir nicht mit wie jetzt. Wie jetzt? Hä? Was? Krasser Typ. Wie jetzt? Abgenommen. Moment mal. Wie jetzt? Wie jetzt? Du hast abgenommen. Hey, WTF. Warte mal. Hä? Um wie jetzt abgenommen? Wie viel? Hä? Um was geht's denn jetzt? Oh, 43 Leute. So, unnötig von euch.